Hoch oben in den Bergen der Ostalpen wächst ein Holz, das einen besonderen Zauber entfaltet. Beheimatet an der Baumgrenze trotzt es Kälte, Sturm, Frost, Regen und Schnee. Über Jahrhunderte sammelt es Kraft und wird dabei leicht wie kein anderes Holz. Dessen Ruhe und Kraft überträgt sich auf den Menschen und lässt das Herz langsamer schlagen. Es ist ein Holz, das einen umschmeichelt und verwöhnt mit dem Duft der gespeicherten ätherischen Öle. Es ist Holz vom Baum der Königin der Alpen, der Zirbe. Dieses Holz ist die Grundlage für unsere Schuhinnovation. Seit Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Holz und Natur. Mein Traum ist es, ein Holzhaus zu besitzen, das chemiefrei, nachhaltig und gesund ist. Bei einem Probewohnen in einem Holzhotel nach der Bauweise von Erwin Domer verspürte ich die Energie und den Zauber der Bäume. Das Barfußgehen auf dem Zirbenholz ist ein sehr angenehmes Gefühl. Das ist Wellness für meine Füße. Das geschmeidige Gefühl, das Zirbenholz auf meiner Fußsohle zu spüren, war so einzigartig, dass ich einen Zirbenschuh haben wollte. Ich konnte nicht glauben, dass es keinen Zirbenschuh gibt. Aber das ändert sich nun, denn die Schuhmanufaktur Woody bringt ihn jetzt auf den Markt. Den ersten Zirbenschuh der Welt. Mein Name ist Gerhard Pirutz. Unsere Familie betreibt hier in Müllnern seit 1922 eine Schuhmanufaktur. Wir leben hier am Rande der Alpen und Holz war immer der Grundstoff unseres Betriebes. Aus dem Alpen-Adria-Raum beziehen wir Holz, Leder und andere Grundstoffe und veredeln sie hier durch unsere Mitarbeiter in Handarbeit zu Holzschuhen, die sich einen Namen gemacht haben. Die mehrfach biegsame Holzsohle sorgt für optimale Dämpfung und einen leisen Auftritt und überträgt die Energie und Kraft des Holzes auf den Fuß. Mit der Zirbe können wir unsere Vorstellung vom Wohlfühlschuh noch verstärken. Zirbenholz lässt sich besonders gut verarbeiten. Am unbehandelten Schuh kann man die Jahresringgrenzen und die rotbraunen Verästelungen gut erkennen. Darüber kommt das mit natürlichen Extrakten der Rhabarberwurzel gegerbte Rhabarberleder, das wir hier bei dieser Kollektion zum ersten Mal einsetzen. Das Zirbenholz bewahrt seinen charakteristischen Duft auch nach Jahrzehnten. Ätherische Öle, die im Holz gespeichert sind, werden durch Wärme freigesetzt. Auch interessant ist, dass das Zirbenholz in Verbindung mit Feuchtigkeit eine deutlich höhere antibakterielle Wirkung aufweist als alle anderen Holzarten. Barfuß spürt man es am besten, die Wärme des Holzes und die Anschmiegsamkeit der Zirbensohle. Sie ist weich, seidig und sehr beruhigend. Man spürt die Lebendigkeit der Zirbe bis zu den Zehenspitzen. Dazu auch das moderne und das zeitlose Design. Dies ist ein kleiner Schritt mit großer Wirkung in ein neues Lebensgefühl. Gesundheit und Nachhaltigkeit stehen bei uns im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Damit auch die nächste Generation Perspektiven und Zukunft hat, um hier in heimischer Umgebung und mit heimischen Rohstoffen zu leben und zu arbeiten. Es freut mich, dass der Zirbenschuh eines der ersten Projekte ist, die ich in unserem Familienbetrieb mitverantworten darf, weil gerade dieses besondere Holz viele Erwartungen erfüllt, die ich an die Zukunft stelle, wie zum Beispiel die ökologische Nachhaltigkeit und den ehrlichen Umgang mit heimischen Ressourcen und auch Produkten, die den Erwartungen an Entspannung, an Behaglichkeit und an Gesundheit gerecht werden.